Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Und ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Deutscher Klassiko, Giftgipfel, etc., etc. Es gibt bestimmt ein Dutzend weiterer Beschreibungen für das Duell Dortmund gegen Bayern. In den letzten Jahren waren das die Aushängeschilder der Fußball-Bundesliga, Buschi. Ja, und für die Zuschauer, Wolf, vor allem toll, dass die Spiele so unvorhersehbar gelaufen sind. Und auch heute würde ich mich schwer tun, hier einem Team die Favoritenrolle zuzuteilen. So gehen es die Bayern also heute an. Und so tritt der BVB heute also an. Im Norden Münchens sieht man sie vor allem abends schon aus der Ferne, die Allianz Arena. Ja, und dafür sorgt natürlich vor allem die außergewöhnliche Beleuchtung, die je nach Veranstaltung unterschiedlich ausfallen kann. Spielen hier die Münchner Löwen, wird das durch blaue Beleuchtung angekündigt, trägt der FC Bayern ein Heimspiel aus, erleuchtet das Schlauchboot dagegen in Rot. Dietmar Schönlebe leitet das heutige Spiel. Und der Ball rollt. Der BVB eröffnet die Partie. Wird's jetzt gefährlich? Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Schuss von Aubameyang. Den Ball kann Hummels blocken. Und jetzt gibt es eine Ecke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Dembélé. Das ist der Treffer. Super gemacht hier per Vollspann. Nicht einfach draufdreschen, schön platzieren. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sechs Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Lahm. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Jetzt ist er auf und davon. Müller! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Super Abschluss, ein schönes Tor von ihm. Da gewinnt er den Zweikampf. Der Angriff könnte was werden.
Hoher Ball hier. Oh, da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz. Genau richtig getimt. Vidal. Boateng am Ball. Und Müller. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Jetzt die Bayern im Angriff. Der weite Ball soll zu Robben gehen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Dembélé. Das macht er gut. Und nun Castro. Klasse von Boateng, er hat den Ball. Und jetzt Hummels. Und jetzt kommt Robben. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Piszczek. Und er gewinnt den Zweikampf. Dembélé. Souverän, er hat den Ball. Ribéry im Vorwärtsgang. Den spielt er steil. Schießt er ihn rein. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Sie passen den Ball gut. Foulspiel gepfiffen. Es gibt Freistoß gegen Borussia Dortmund. Gelb für Gonzalo Castro. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Gut gehalten. Er steht gut und hat den Ball. Lewandowski, den setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach Wolf, guck dir das an, da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Jetzt Vidal. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Franck Ribéry jetzt über außen. Und Thiago. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Den Pass spielt er gut. Und da holt er sich den Ball. Das könnte die Chance werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt Robben am Ball. Thiago.
Thiago. Wird's jetzt gefährlich? Sehr gut aufgepasst. Ginter. Gut in den Lauf gespielt. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Weigel. Alaba jetzt am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da kommt der Schuss. Das war die Gelegenheit. Aber kein Tor. Sie liegen weiter zurück. Gute Möglichkeit für Lewandowski, aber er nutzt sie nicht. Reus vielleicht mit einer Idee. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gonzalo Castro. Gleich der Eckball durch Marco Reus. Und noch eine Ecke. Von Robert Lewandowski muss in diesem Spiel einfach viel mehr kommen, Buschi. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Lewandowski. Der Ball von Thiago kommt nicht an. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Dembélé, das ist der Treffer. Ja, jetzt geht's weiter. Die Münchner stoßen an. Da trennt er ihn fair vom Ball. Reus. Jetzt vielleicht der BVB. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Dembélé. Ball jetzt abgefangen von Thiago. Alaba, das war nicht gut. Das macht er gut. Jetzt Robben. Robben. Buschi, ganz kurz mal zu Arjen Robben. Was macht den Holländer für dich aus? Ja, vor allem, dass er nach Rückschlägen...
Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Vielleicht gibt das was, Aubameyang. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Christian Pulisic, der Ball ist drin. Den macht er mit Gefühl, da muss er gar nicht hart schießen, er ist ja auch so drin. Mit all seinem Gefühl lupft er den Ball über den Torhüter. Gegen die Klasse kommst du als Keeper nicht an. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nun Vidal. Alaba. Und Robben. Jetzt nochmal die Bayern. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Dembélé. Da geht er dazwischen. Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Und abseits hier von Aubameyang. Jetzt Müller. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Und gleich gibt es hier die Auswechslung bei den Münchnern. Der Schuss von Müller. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das könnte es sein. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt vielleicht Aubameyang einmal. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Über die Torauslinie, Ecke. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann's. Gute Parade bei diesem Eckball. Lewandowski.
20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Gutes Tackling. Da kommt der lange Ball auf Reus. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor. Schöner Pass und da hat er dann natürlich keine großen Probleme mehr. Und damit packt der BVB noch eins drauf. Die Führung ist schon sehr komfortabel jetzt. Ja, Wolf, und unter normalen Umständen gewinnen sie dieses Spiel. Also mit der Leistung auch mehr als verdient. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Douglas Costa jetzt. Arturo Vidal jetzt. Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Es ist Wahnsinn und irgendwie natürlich auch Belohnung dafür, dass Lewandowski wirklich seit Jahren konstant auf höchstem Niveau spielt. Flanke war nicht so gut. Die Abwehrspieler können klären. Robben zieht das Tempo an. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Das könnte die Gelegenheit geben. Aubameyang schießt. Ein unfassbares Tor. War's ja schon? Borussia Dortmund legt hier nochmal nach. So überlegen, wie sie bisher spielen, ist es schwer zu glauben, dass da noch was anbrennen kann. Hier nochmal dieser Treffer. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Boateng am Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Xabi Alonso am Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Der Angriff könnte was werden. Schuss von Aubameyang. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, das gibt Eckball. Jetzt gibt's Abstoß. Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben noch mal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Marco Reus am Ball. Da zieht er ab. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser.
Den Ball leitet er weiter. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Und Lahm. Robben bringt den Ball rein. Riedel! Gut gemacht vom Torhüter. Jetzt Lahm am Ball. Robben, da kommt die Flanke. Lewandowski. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. So, jetzt sehen wir mal, wie viele Ecken es hier heute gab. Schöne Flanke. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Vidal. Da passt er auf. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Schön dazwischen gegangen. Jetzt ist das Spiel vorbei. Borussia Dortmund gewinnt diese Partie. Das muss man erstmal verdauen. Eine klare Niederlage gegen den ewigen Rivalen. Schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können. Tja, aber sie haben ihre Leistung so gut wie überhaupt nicht abrufen können. Dann passiert sowas. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Christian Pulisic. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor. Das könnte die Gelegenheit geben. Aubameyang schießt.